Moin, liebe Freunde von Konoha, willkommen zu einem neuen Part und einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Vielleicht die letzte Aufnahmesession, denn ich habe vorhin nochmal offscreen geguckt im Meistermodus, ob es noch irgendwas zu tun gibt. Ich habe leider nichts mehr gefunden. Also das heißt, für mich persönlich jetzt ist der Heldenmodus abgeschlossen, ist das Let's Play beendet. Weil anscheinend kann man nichts mehr großartig holen. Also was soll ich mich da dann noch großartig mit aufhalten? Wir werden jetzt noch die letzten Erinnerungsfragmente einsetzen. Also ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen. Aber danach dann auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid. Gut, dann werden wir jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, das nächste Erinnerungsfragment einlösen. Und die Sequenz abspielen. Ein Mann ganz ohne Motivation. Im zweiten Kampf steht Shikamaru Nara, der Junge ohne jegliche Motivation. Doch wider Erwarten überwältigt er alle mit seiner Konzentration. Und wie man sieht, Temari ist ziemlich fassungslos. Dann gucken wir mal, warum.手まりとかいう砂隠れのやる気満々の女だし。とはいえ、男が女に負けるわけにはいかねえしね。まあ、やるか。ようやく影真似の術成功。なんだ、いつの間に。 Das war auch ein interessanter Kampf. Ich glaube, da war Temari aktiver als er. Ja, das war die Wendung schlechthin, echt. Tatsächlich ist Shikamaru trotzdem als einziger von allen anderen Shunin geworden. Obwohl er seinen Kampf nicht gewonnen hat. Er ist trotzdem Shunin geworden. So, was haben wir hier? Sasukes Auftritt. Dann taucht Sasuke Uchiha auf, der von allen erwartet wird. Sein Gegner, Gaara aus der Wüste heißt er eigentlich. Hier steht Gaara aus dem Sand. Zeigt ein unheimliches Grinsen, was für Animes recht typisch ist bei Antagonisten. Und damals war er ein Antagonist. Was er ja später nicht mehr ist. あいつってば何やってんだよ。早く死ねえと。いや、遅れてすみません。来たか。うちや、サスケ。 ようやくお前と戦うことができる。サスケ、負けんじゃねえぞ。さて、会場の奴らを。始めるか。さあ、俺を感じさせてくれ。よし、第三試合、内原サスケ対砂漠のガーラ。 Ah, jetzt muss ich als Sasuke gegen Gaara antreten, ja? Ne, doch, nee, ich dachte schon. Das wäre es jetzt. Ich dachte schon, das wäre es jetzt gewesen. Geschichte schreitet voran. Sie schreitet weiter voran. Ja, erstmal befreien wir die Erinnerung mal. Geschichte schreitet voran freischalten. Du hast das Siegel mit dem Konoha-Fragment freigeschaltet. Ja. Während Sasuke und Gaara noch kämpfen, tritt Orochimaru in Aktion. Und wir sehen dabei auf dem Bild einmal links in Rot, das ist der Meister Hokage der dritten Generation. Und rechts im Blau sehen wir den Kazekage von Sunagakure. Ich glaube, der vierte? Ja, ich glaube, das ist der vierte. Der vierte Kazekage. Gaara ist, glaube ich, dann der fünfte.
Soweit ich weiß. Es kann aber auch sein, dass er der Dritte ist und Gaara der Vierte. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das war er ist der Vierte und Gaara ist der Fünfte dann. Irgendwie so war das. Sasuga wa Sasuke. Ii ugoki o suru. Shikashi. Soro soro chinke na shiai gokko wa owari ni shimashou. Sarutobi sensei. Kore kara rekishi no kaze ga fuki aremasu. Kono watashi ni yotte ne. よい戦いですな、風影殿。それももう終わりですよ、サルトル先生。貴様、オロチマル。 Ja, Konoha-Zerstörung. Die Zerstörung von Konoha hat begonnen. Orochimaru bringt den dritten Hokage zur Spitze des Wachturms. Dort beginnt ein epischer Kampf. Da stand wirklich episch.止まっていると、つまらないでしょう。私はこの葉崩しという風で歴史を動かしたいのです。相変わらずよの。どうも、わしの首はそう簡単には取れんぞ。またあなたと戦えるなんてね。 Aber den Kampf machen wir, oder? Auch nicht! Oh Mensch. Sind recht wenig Kämpfe hier dabei. Es ist meistens nur irgendwie Cutscenen angucken. Na gut. Sasuke jagt. Freischalten. Plötzlich fliehen die drei Suna-Geschwister vor Sasuke. Der fühlt eine seltsame Präsenz in Gaara und jagt ihn nach. ガーラっていうやつも仲間に連れられて森の方へ逃げていきやがった。事態がよくつかめねえが、とりあえずあいつを追った方がいいようだ。あいつをそのままにしておくのは危険だ。 Man sollte noch dazu wissen, Sasuke hat es tatsächlich geschafft, ich glaube sogar als allererster, Gaara wirklich zu verletzen. Und ich glaube, dadurch ist auch letztendlich das getriggert worden, was wir da jetzt so ein bisschen sehen. Den Einschwänzigen, der ist dadurch so ein bisschen ausgelöst worden dadurch. Sasuke gegen Gaara. Die nächste Sequenz, die wir freischalten. Sasuke kann Gaara einholen, aber das Ding in Gaara ist bereits erwacht. Das Ding ist der Einschwänzige. Der Ishibi? Hashibi? Ich habe keine Ahnung, wie das Vieh genau heißt auf Japanisch. Keine Ahnung. Also ich kenne den eigentlichen Namen, aber den nutze ich nicht. Suna no renchuu ni wa nantoka oitsuita ga. Ano Gaara no yosu ga okashii. Aitsu ittai nan nan da? Ore no kongeki o mono tomo sezu ni osoi kakatte kiyagare. Kono mama da to mazui.
Auch kein Kampf. Shino gegen Kankuro. Im Konoha-Wald entbrennt ein weiterer Kampf. Shino gegen Kankuro. Wer wird wohl siegreich sein? Ich weiß es. Wer gewonnen hat. Am Ende. Gaara und Uchiha Sasuke haben sich mit dem Kampf gemacht. Ich habe mich mit dem Kampf gegen Abrame Shino gemacht. Wie auch immer, meine Kugel ist mit dem Kampf mit dem Kampf mit dem Interessant wird aus Kankuros Sicht erzählt. Sehr interessant. Ja, der Kampf endete auch interessant. Da waren nämlich beide fix und fertig danach. Oh, die Szene. Die Szene, die tat tatsächlich weh, als ich die das erste Mal im Anime gesehen habe. Tod des dritten Hokage. Orochimaru und der dritte Hokage kämpfen weiter an der Spitze des Wachturms. In die Ecke gedrängt, fällt der dritte Hokage eine Entscheidung und greift Orochimaru an. Ja, eine verheerende Entscheidung trifft er. Aber um das Dorf halt zu retten, ne? しました、サルトビ先生。もう息が上がってますよ。やはり年には叶いませんか。どうやら今のわしにはオロチマルとやり合うだけの力は。お。じゃが、お前の好きにはさせんぞ。 Jetzt darf ich gegen ihn kämpfen. War ja klar. Irgendwann früher oder später musste der Kampf kommen. Es wäre jetzt interessant gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, so, nö, gibt's nicht. Gibt keinen Kampf. Es wäre sonst echt merkwürdig gewesen, weil gerade dieser Kampf. Nee. Ich weiß auch, wie ich früher Schwierigkeiten hatte. Ich glaube, das war das im ersten? Ich glaube, das war im ersten. Boah, was war der Kampfkacke damals? Das weiß ich. Den habe ich nicht gerne ausgetragen, das weiß ich noch. Einfach runtergeschoben. Och, Mensch. Ja, ich schieb ihn einfach nochmal runter. Und tschüss, Orochimaru. Ha! Siehst du, der alte Mann kann's noch. Ich hab da auch mal seine Jutsus gesehen. Und da ist er down. Sehr geil. Dritter Hokage, ja. Hirosen Sarutobi, immer noch. 4000, Konoha-Zerstörung misslungen. So sieht's aus. Mit diesem Jutsu wird übrigens auch der Kyubi versiegelt. Vom vierten Hokage. Genau mit dem Jutsu. Ja,
Übrigens, wenn man das Jutsu anwendet, dann stirbt auch der Anwender. Also egal, wie sehr, ob er verwundet ist oder nicht, er muss seine Seele dann auch hergeben. Na, also deswegen stirbt meistens der Anwender dann auch. Nicht sofort, aber er stirbt. Rest in peace, alter Mann. Warum übrigens seine Arme so brennen, kann ich auch eben kurz erklären. Normalerweise ist es so, dass das Jutsu die komplette Seele des Gegners raubt. Normalerweise. Da sich aber Orochimaru mit allen möglichen Mitteln gewehrt hat dagegen, konnte Hirosen ihn halt nicht komplett wegsperren, hat es halt dann so geschafft, dass der Totengott halt die Arme, die seelischen Arme abgetrennt hat. Und deswegen brennen sie für ihn auch so, weil er hat einfach kein Gefühl mehr in den Armen. Also er ist quasi jetzt armlos, mehr oder weniger. Also sie sind zwar noch an seinem Körper dran, aber seelisch, er nimmt sie halt nicht wahr. Oder er nimmt sie wahr, extrem ernst, extrem schmerzhaft, aber, ne, so, halt. Er kann sie halt nicht benutzen. So, Kostbarkeiten. Naruto hält Gaara auf, um seine Freunde zu retten. Wird er wahre Stärke nutzen und Gaara besiegen können? Ich glaube, den Kampf müssen wir auch austragen. Mal gucken. Ist übrigens die dritte Staffel, sollte ich noch dazu sagen. Das ist schon die dritte. ナルト、お前は逃げろ。ここは俺が引き受ける。何言ってんだお前。俺は一度全てを失った。もう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくない。 大切な仲間。そうか。そうだってばよ。俺は孤独の中で自分のためだけに戦ってきたあいつは強いと思ってた。でも本当に強いってそんなことじゃなかったはずだ。人は大切な何かを守りたい。そう思った時に 本当に強くなれるものなんです。これが絶対守りきってやるってばよ。こいつ。行くぞ。こっからが渦巻くナルト忍法上の始まりだぜ。 Na, Fight zwischen den beiden Jinchurikis? Ja. Ein Kampf zwischen den beiden Jinchurikis, des Einschwänzigen und des Neunschwänzigen. Gewinne den Kampf. Ultimative Umkehr Jutsu kann nicht verwendet werden. Erwachen kann nicht verwendet werden. Ja, das ist ja nicht schlimm. Immer noch keinen Rasengan. Mist.
Irgendwie ungewohnt, in dem Spiel mit dem klassischen Naruto anzutreten. Irgendwie ist das ungewohnt. Aber nach dem Kampf ist auch Partende. Also je nachdem, wie er ausgeht. Beziehungsweise unabhängig davon, wie er ausgeht. Aber wir haben nämlich die 20 Minuten schon. Für diejenigen, die es interessiert, weil Kyria zocke ich aktuell immer noch. Aktuell habe ich 72 Stunden, aber ich glaube, so viel kommt nicht mehr. Die Main Story habe ich schon durch. Ich muss den letzten Kampf nur noch mal machen auf der höchsten Stufe, damit ich auf die letzte Sequenz komme. Und ja. Und ich wurde auch schon gefragt, ob ich das LP'en würde. Dazu kann ich eine klare Antwort geben. Ich würde es gerne Let's Playen. Solange ich aber nicht die Erlaubnis des Publishers, nämlich von Sega, vorliegen habe, wird es nichts. Also ich habe Sega zwar schon angeschrieben, ich habe auch keine wirklich eindeutige Antwort bekommen. Beziehungsweise ich habe sie nochmal angeschrieben und da kommt einfach gar keine Antwort mehr. Also steht alles noch in den Sternen. Wie und wann und überhaupt. Steht alles noch nicht fest, was Sega-Spiele angeht. Dazu gehört übrigens auch Two Point Hospital, sollte ich noch dazu sagen. Entscheidungskampf haben wir geschafft. Jo, sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob die Sequenz jetzt direkt weitergeht, ohne dass ich pausieren kann. Falls ja, dann lassen wir die noch laufen. Falls nicht, Partende erstmal, würde ich sagen. Ach, ich lass laufen. Was soll's. Oh, Alter, die Szene im Anime, ne? Wie Naruto mit seinem Kinn wohlgemerkt zu Gaara kriecht, wie so eine Schnecke. Alter. Das war die zweite Szene, wo ich heulen musste, ganz ehrlich. なんでお前は他人のためにそこまで一人ぼっちのあの地獄から救ってくれた俺の存在を認めてくれた大切なみんなだからそうかだからこいつは強いのか Das macht ihn stark, Gaara. Ja, Freunde, und dann würde ich sagen, im nächsten Part fahren wir dann fort mit Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 im Heldenmodus. Und so wie es aussieht, werden wir dann das zweite Kapitel des Heldenmodus beenden und das dritte Kapitel anfangen. Bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.